Mark Terenzi äußert sich zu BIN nicht perfekt, aber zwischen Mark Terenzi, 44, und Verena Kert, 41, scheint kein Blatt zu passen. In den vergangenen Monaten haben sie sich immer wieder strahlend und äußerst verliebt bei Events gezeigt. Nachdem Verena das Dschungelcamp im Januar verlassen musste, wartete Mark auf sie und machte ihr im TV einen Antrag. Doch kurz darauf beherrschte eine andere Meldung die Schlagzeilen: Kurz vor ihrer Abreise aus Australien soll es im Hotel Versace zu einer Lärmbelästigung gekommen sein. Am nächsten Morgen zeigte sich der Musiker mit einer kleinen Verletzung unter seinem Auge. Er sei in der Dusche ausgerutscht, sagte Terenzi über das Pflaster in seinem Gesicht gegenüber RTL. Jetzt soll es bei dem Paar erneut zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein, dieses Mal im Berliner Westliefer Apart-Hotel. Dort seien die beiden wegen Proben von Mark Terenzis Bandteam 5-5 untergekommen, aus der er inzwischen rausgeflogen ist. Sein ehemaliger Bandkollege Joel de Tombe, 42, enthüllt nun Details über den Zwischenfall. Vor kurzem bestätigte das Management von Team 5-5 gegenüber Bild, dass Mark Terenzi nicht länger Teil der Musikgruppe sei. Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich, hieß es. Besagte Fehltritte hätten sich auch in dem Berliner Hotel ereignet, enthüllt nun Ex-Bandkollege Joel de Tombe, 42. So sei der 44-Jährige nicht zu den Proben erschienen, sagt der Niederländer gegenüber Bild. Er habe angeblich aufgrund einer Corona-Erkrankung gefehlt, doch sei am gleichen Abend in einem Club gesichtet worden. Joel de Tombe berichtet weiter, dass er in dem Zimmer neben dem von Terenzi und Kert geschlafen habe. Zu später Stunde sei es dann zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen sein. Es habe angeblich nach Mord und Totschlag geklungen, dementsprechend sei Terenzis Verfassung am nächsten Morgen gewesen, schildert das Team 5-5-Mitglied weiter. Am nächsten Tag habe Mark zudem ein rotes Auge sowie eine blaue Stelle darunter gehabt. In einem Statement, das RTL vorliegt, bezieht Verena nun deutlich Stellung: Ich bin nicht für Marks Veilchen verantwortlich. Und stellt fest, egal, was wir jetzt zum blauen Auge von Mark erzählen, es wird doch sowieso nicht von den Leuten geglaubt. Das war schon in Australien der Fall. Da wurden Märchen verbreitet, so die 41-Jährige. Und auch Mark versichert, das blaue Auge hat mit unserer Beziehung überhaupt nichts zu tun. Woher es allerdings stammt, darüber schweigt er sich aus. Auch Mark Terenzi hat sich gegenüber Bild geäußert und dementiert, dass er in einem Club gewesen sei. Ich bin nicht perfekt, but nobody is perfect. Im Moment habe ich alles, was ich will. Eine schöne Frau an meiner Seite und ich möchte jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen, erklärt der Ex-Mann von Sarah Connor, 42. Zu seinem Rauswurf aus der Band erklärt er in einem schriftlichen Statement an RTL: Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber, dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet. In der Vergangenheit habe ich Solo-Auftritte zugunsten der Band abgesagt und bewusst zurückgesteckt. Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen. Anführungszeichen. Außerdem meldet er sich in den sozialen Medien zu Wort. In seiner Instagram-Story postet er ein Foto von sich und Verena, das sie während ihres derzeitigen Urlaubs auf Sylt zeigt. Verliebt schauen sie einander in die Augen. Geschichten sind Geschichten. Aber die Realität ist wunderschön, schreibt er vielsagend. Verwendete Quellen: RTL.de, Bild.de, Instagram.com. Și poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi?
Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus.